Ja, natürlich. Denke ich mal erstmal Glückwunsch und auch Respekt an Magdeburg, die mit Sicherheit heute verdient aufsteigen. Wir haben es nicht geschafft, in beiden Spielen unsere Topleistung abzurufen, aus der Saison das zu bestätigen. Im Hinspiel hatten wir die erste Halbzeit. Es war nicht unsere Halbzeit, die zweite Halbzeit war gut, genauso wie heute die erste Halbzeit eigentlich richtig, richtig gut ist. Wenn du mit dem einen so startest, unter dem Druck so ein Fußball spielst, sowas von drückend und überlegen bist und schießt es 1-0, bist absolut dran. Und dann ist es einfach ja, nur enttäuschend und schade, dass es halt einfach Fußball dann. Passt dann mal nicht auf und kriegst zwei. Innerhalb von kurzer Zeit zwei Nackenschläge, zwei Gegentore und dann ist das Ding eigentlich vorbei, das weißt du dann auch. Sitzt da in der Kabine und sagst, oh, das kann nicht wahr sein. Es ist traurig, es ist schade. Wir haben uns sehr, sehr viel vorgenommen in der Halbzeit, haben nochmal versucht, uns nochmal zu pushen in der Halbzeit. Weil wir wussten, dass trotzdem noch alles möglich ist zu Hause, können wir trotzdem nochmal drei Tore schießen in einer Halbzeit. Ja, dann ist das 3-1 ziemlich schnell passiert und dann ja, ist ein bisschen die Luft raus gewesen, was auch völlig normal dann ist. Und zum einen kann man jetzt nicht alle unter einen Kamm scheren, das war jetzt ein Teil von den allen, die uns da tagtäglich unterstützt haben. Ja, sowas hat im Fußball leider nichts, oder hat im Fußball nichts zu suchen. Das wissen wir alle, das weiß eigentlich ganz Deutschland oder alle Fußballfans. Leider passiert das immer wieder, wenn Emotionen hochkochen. Es war einfach schade jetzt bei so einem Spiel auch, wenn wir unseren großen Traum jetzt nicht verwirklichen konnten, gehört sowas nicht zum Fußball. Bei allen Beteiligten, bei unseren Fans, die uns heute großartig unterstützt haben, von der ersten bis zur letzten Minute, die friedlich waren, die auch den Fußballsport in ihrem Verein noch lieben, nicht die Chaoten, die dort den Spielabbruch ein Stück weit dort versucht haben zu organisieren. Die Spieler riesen enttäuscht, die Verantwortlichen ganz klar auch. Wir wollten den letzten Schritt machen. Mit dem letzten Saisonspiel, 31. Mai 2015, Kickers Offenbach wieder in die dritte Liga zu heben. Es ist uns nicht gelungen. Wir sind an einem starken Gegner Magdeburg gescheitert. Und die sind verdient aufgestiegen. In den zwei Spielen waren es die bessere, die clevere Mannschaft. Und meiner Mannschaft kann ich trotzdem nur sagen, Riesenrespekt, eine starke Saison, eine wunderschöne Zeit gehabt, miteinander, das muss man auch so deutlich sagen. Und es ist schon schade, dass wir das jetzt nicht geschafft haben.